Willkommen an alle im Sternzeichen Wassermann Geborenen zu dieser Monatslegung für den August 2024. Und ich schaue hier für dich auf deine Themen und Impulse. Und wir gucken mal, was zeigt sich da in den Karten für dich? Und ich habe hier eine Überschrift sozusagen, ein Hauptthema für den August für die Wassermänner für dich. Es geht um Verbindung, Lösungen und Liebe. Und vielleicht ist ja Liebe die Lösung für deine Verbindungen, für in Verbindung zu kommen, ja, Dinge mit Liebe zu tun, aus der Liebe heraus zu handeln, dich für die Liebe zu öffnen, liebevolle Verbindungen einzugehen. Und vielleicht wünschst du dir das und vielleicht wünschst du dir eine Lösung dafür, ja. Und der Schlüssel, ja, kann die Liebe sein. Jetzt fragst du dich, ja, was soll ich da machen? Wie geht das? Wie funktioniert das? Das ist sicherlich ein Weg, ein Prozess. Vielleicht sagen uns da die weiteren Karten noch, worum es da im August dann genauer geht. Ja, aber ja, das Hauptthema scheint hier wirklich Verbindung zu sein, sich connecten mit anderen, in Verbindung zu kommen, vielleicht etwas gemeinsam aufzubauen, vielleicht im Namen oder für die Liebe, aus der Liebe etwas zu kreieren gemeinsam, eine Lösung für die Welt zu finden, die auf Liebe beruht. Ja, also wer weiß, wir schauen mal, was sagen denn hier die Tarotkarten. Wir haben den Buben der Stäbe, die vier Stäbe, die acht Stäbe und den Mond. Interessant. In irgendeiner Sternzeichenlegung, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welche, aber da waren auch drei Stabskarten mit dabei. Das heißt, auch für dich, für die Wassermänner geht es sehr darum, etwas umzusetzen. Ne? Die Stäbe sind Aktivität, Leidenschaft, das ist unsere Passion, unsere Berufung, das, wofür wir brennen. Genau, und der Bube der Stäbe, der ist auch sehr interessiert, der ist sehr neugierig, der ist sehr abenteuerlustig, der möchte Dinge erforschen, erfahren, ausprobieren, ja. Der ist sehr, sehr unternehmungslustig. Und das ist an sich sehr gut. Er ist jedoch auch ein bisschen wankelmütig. Also er interessiert sich vielleicht mal hier und da für etwas, aber es fällt ihm noch schwer, das wirklich durchzuziehen und dran zu bleiben. Da wäre dann eine Königin oder ein König schon gefestigter und die würden dann auch wirklich ihren Plan konsequent durchziehen, ja. Aber der Bube ist schon mal, er ist sehr gewillt, also er möchte gerne, aber er weiß vielleicht noch nicht so genau, was so. Das ist interessant und das ist interessant und das könnte man machen und dies könnte man machen, ja. Und die acht Stäbe spiegeln das vielleicht auch so ein bisschen wider, weil die bringen sehr viel Energie, so sehr viel Schwung rein, ja. Und das können so all die ganzen Impulse und Ideen sein, die der Bube auch so gerne alle umsetzen möchte, aber das kann auf einmal vielleicht ein bisschen viel sein. Ja, also könnte sein, hier die Inspiration durchflutet dich gerade und dass du so viele Ideen hast, ne? Und wo es eventuell auch darum geht, es mit anderen gemeinsam zu machen. Dafür könnten die vier Stäbe durchaus stehen, ja, etwas mit anderen gemeinsam auf die Beine stellen, ja, einen Rahmen auch schaffen, etwas aufbauen, gemeinsam ein stabiles Fundament errichten. Bei den vier Stäben geht es auch darum, ja, sich wohlzufühlen, sich willkommen zu fühlen, am richtigen Ort zu sein, irgendwo zu sein, wo man mit Menschen sich auch umgibt, die zu einem passen, was ja zur Connection passt eben auch, ne? Deswegen kann ich mir wirklich gut vorstellen, es geht für dich darum, so mit anderen in Kontakt zu kommen oder mit anderen gemeinsam an etwas zu arbeiten, Lösungen zu finden, ja, in Bezug auf ja, mehr Liebe in die Welt zu bringen oder ein Herzensprojekt umzusetzen. So, gleichzeitig liegt hier auch der Mond und der spiegelt das Unbewusste, die Tiefen der Seele, Ängste, Unsicherheiten, Zweifel. Ja, beim Mond gibt es noch Unklarheiten. Ja, ist nicht so wie bei der Sonne, wo alles klar ist und leuchtend und strahlend und wo man, ne, schon voll auf Erfolgskurs ist, sondern der Mond ist ja ein bisschen diffus, ein bisschen unklar, so, ne? Man hat so vage Ideen, man hat so Eingebungen und Impulse, aber es ist alles noch so ein bisschen schwammig. Ja, das braucht hier einfach noch ein bisschen mehr Klarheit und eben Ängste können sich hier auch zeigen, ja? Die da hochkommen. Genau, schauen wir mal, was das Licht- und Schattenorakel sagt. Welches Schattenthema zeigt sich hier für dich? Ja, die Angst zu versagen, das wird genau diese Angst eben sein, ne? Gerade wenn es hier
um etwas geht, was umgesetzt werden möchte, was rausgebracht werden möchte, auch zusammen mit anderen. Und vielleicht bist du dann jemand, der sich denkt, so, oh, was, wenn es nicht, wenn es nicht klappt, wenn ich es nicht schaffe, was sagen vielleicht dann auch die anderen? Oder vielleicht bringe ich die anderen dann auch in eine blöde Situation, wenn ich das jetzt hier alles auf die Beine stellen will und dann klappt das nicht. Ja, dann sind vielleicht die anderen enttäuscht, ja, oder ich habe dann einfach versagt, ich habe es nicht geschafft. So. Also solche Gedanken können es sein. Schauen wir noch auf den Lichtimpuls dazu. Ja, die Verbundenheiten, auch nochmal Connection. So, das spiegelt sich hier oder bestätigt es nochmal, ja, wie sehr es darum geht. Das ist dein Thema für August, wirklich, dich mit anderen zu connecten, zu verbinden und in eine wahre Verbundenheit auch zu gehen oder dich verbunden zu fühlen. Und das zu schaffen oder dich für andere zu öffnen, trotz dessen, dass du auch Angst hast zu versagen. Und das mag nicht nur so eine berufliche Angst sein, ja, dort beruflich keinen Erfolg zu haben oder ein Projekt, das scheitern könnte, sondern vielleicht auch innerhalb von Beziehungen halt menschlich irgendwie zu versagen, ja, nicht gut genug zu sein, zu langweilig zu sein, nicht liebenswert genug, ne? Was weiß ich. So all solche Ängste, die da auftauchen können. Ja, und das kommt aber nicht ohne Grund, sondern wenn das da ist, dann natürlich, weil es betrachtet werden möchte, weil es angeschaut werden möchte, weil die Gefühle, die damit einhergehen, gefühlt werden wollen, weil es vielleicht auch für dich darum geht, dich damit zu zeigen und zu öffnen. Mit deinen Ängsten, ja, mit den anderen, die mit dir in Verbindung stehen, darüber zu sprechen, dich da verletzlich zu zeigen, weil das macht auch echte Verbundenheit nachher aus, ja, sich zu öffnen. Und zu sagen, hey, das sind meine Ängste, das sind meine Unsicherheiten, da und da habe ich Zweifel, ne? Das geht in mir vor. Ist eine große Angst dahinter, das zu tun, weil man macht sich eben verletzlich und man weiß nicht, wie die anderen reagieren. Ich glaube aber, in den allermeisten Fällen schafft das genau sehr viel Nähe und Verbindung und auch Gemeinschaft, ja, weil du mit Sicherheit auch erreichen wirst, dass ein anderer sagt, hey, krass, so geht es mir auch, aber ich hätte mich vielleicht nie getraut, das auszusprechen. So toll, dass du dich damit öffnest, weil dann kann ich das jetzt auch machen. Weißt du, so das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen als Lernthema. Schauen wir, welches Krafttier dich begleitet im August. Der Schwan, ja, und das ist nochmal das Thema, ja, das Herz öffnen für innige Beziehungen und wahre Liebe. Also du siehst einfach, das ist das Thema für deinen August hier, wirklich Herzverbindungen schaffen, ja, innige Beziehungen, wahre Liebe, ne? Liebe liegt hier auch wieder, also genau, und es kann auch partnerschaftlich sein, aber das kann natürlich auch eben, ne, berufliche Verbindungen sein, freundschaftliche Beziehungen. Liebe hat ja viele Gesichter oder viele Facetten, und ist ein großer, großer Begriff für ganz, ganz viele Kleinigkeiten auch, ja. Genau, und Liebe kann sich auf so viele Arten auch widerspiegeln und zeigen. Aber das ist eben einfach genau das Thema für dich. Ja, es verbinde dich da auch gerne mit den Schwänen, und ja, finde Wege, dein Herz zu öffnen. Und vielleicht hilft dir da Mama Kakao zum Beispiel, ja, Kakaozeremonien, die du auch für dich alleine gestalten und zelebrieren kannst, einfach mit Kakao zu arbeiten. Denn Kakao ist ein Herzöffner, der ist dafür eben ganz genau. Gut, ja, und wenn dich das interessiert, ich gebe da regelmäßig Kakaozeremonien. Ich biete jetzt auch 1:1 Kakaozeremonien an und du findest auf meiner Webseite dann auch, oder hier auf meinem Kanal findest du auch ein Video, wo ich etwas über Kakao erzähle. Was ist eine Kakaozeremonie und wie bereite ich meinen Kakao zu? So heißt es, findest du aber gleich, wenn du auf meinen Kanal gehst, auf der ersten Seite. Da ist das Video auch verlinkt und dort gibt es auch eine Empfehlung für Kakao. Darauf wollte ich hinaus. Falls du nicht weißt, welcher Kakao, dann empfehle ich dir einen und da gibt es auch einen Gutscheincode von mir dazu, aber das nur am Rande, weil es hier so schön reinpasst, eben wegen der Herzöffnung und der Liebe. Das ist einfach genau für die Pflanzenmedizin Kakao das Thema. So, eine Affirmation für dich. Ich erkenne, dass ich wichtig bin und viel zu geben habe. Und ich glaube, das passt da auch so gut rein, wenn es gerade auch darum geht, mit anderen gemeinsam was aufzubauen oder überhaupt was auf die Beine zu stellen. Ja, und wenn du auch für die Liebe und mit der Liebe arbeiten und wirken möchtest, ja, du hast auch so viel zu geben. Ja, du hast ja auch ganz viel Liebe in dir, vielleicht Mitgefühl, ja, andere Fähigkeiten, Potenziale, Kraft, Weisheit, Wissen. Du hast ganz, ganz viel in dir, was du zu geben hast. Und es ist so,
wichtig und wertvoll, dass du jetzt diesen Weg gehen möchtest und dass du diese Dinge gerne tun und umsetzen möchtest. Und da ist ja auch ganz viel in dir, auch was raus will und was kreiert werden möchte. Ich glaube, da ist auch ganz viel Ideenreichtum und Inspiration und Kreativität in dir. Und wer weiß, was noch alles, ja. Und da darfst du wirklich erkennen, hey, ich bin wichtig und ich habe viel zu geben und es ist gut und wichtig und richtig, dass ich das jetzt hier machen möchte, ja. Und die Angst zu versagen, die nimmst du mit, die packst du in deinen Rucksack, ja, weil du kannst sie nicht zu Hause lassen, sie kommt mit. Aber du solltest dich nicht davon abhalten lassen, deinen Weg zu gehen, ja. Also pack die Angst ein, nimm sie mit, guck sie dir immer mal wieder an, sie wird immer mal wieder rufen, hey, ich bin auch noch da hier. Aber lass dich davon eben nicht von deinem Weg abbringen, so, ja, sondern die erfolgreichen Menschen, die haben alle auch diese Ängste, aber sie haben es eben trotzdem gemacht. Sie haben sich immer wieder trotzdem für ihren Weg entschieden und sind trotzdem weitergegangen. Und eine Edelsteinbotschaft für dich, die kommt vom Tigerauge. Wenn du gerade voller innerem Stress und Hektik bist, wisse, dass die Zeit bald vorbei ist. Alle deine Mühe, die Strapazen, die du so lange hingenommen hast, werden sich auszahlen. Nichts in diesem Universum passiert ohne Grund. Nichts geschieht umsonst. Du wirst bald erkennen, was es für dich bringt und bereithält. Und Tigerauge könnte ja durchaus ein Stein sein, wenn du eine kleine Sammlung hast, den du zu deinem Repertoire zählst. Ansonsten kann ich dir empfehlen, ihn dir anzuschaffen. Es ist ein wunderschöner Stein. Und gibt es auch viele Schmuckstücke und so weiter, vielleicht Armbänder, kannst du ihn für dich nutzen und bei dir tragen, um eben diese Energie, ja, damit arbeiten zu können, ja, und mehr ins Vertrauen zu finden, eben, dass auch die Dinge, die da sind, die sich zeigen, dass das alles nie umsonst da ist, eben auch die Gefühle, die Emotionen, die Ängste, die hochkommen, ja, es hat immer alles einen Grund und es darf angeschaut, es darf angenommen werden, es gibt nichts, was dein Widerstand sozusagen, nee, warte, das ist nicht, ich will es anders ausdrücken. Es gibt nichts, was falsch wäre, ja, oder wo es sinnvoll ist, sich dagegen zu stellen, so, ja. Widerstand ist nicht grundsätzlich etwas Negatives. Widerstand ist dein Motor, um etwas zu verändern, ja. Dennoch gibt es Dinge, da sind wir im Widerstand mit und die können wir aber einfach nicht verändern und beeinflussen. Da gilt es dann loszulassen, ne? Und das ist immer zu erkennen, okay, wo habe ich jetzt einen Widerstand, weil ich unzufrieden bin und weil es an der Zeit ist, die Situation in die Hand zu nehmen und zu verändern, ja, weil ich gefrustet bin, weil ich es mir eigentlich anders wünsche und ich es auch anders machen könnte, dann gilt es, mutig zu sein und es auch zu tun. Und dann gibt es aber natürlich Dinge, mit denen wir im Widerstand sind, die wir aber einfach nicht beeinflussen können und wo wir uns auf den Kopf stellen können. Und es wird nicht anders werden, ja, weil es nicht in unserer Hand liegt. Und da ist es eben klug, das loszulassen und dann einfach zu erkennen, okay, es wird seinen Sinn und Zweck haben, dass das jetzt so ist. Und ich schaue jetzt, was ich hier tun kann. Und das, was in meiner Macht liegt, das mache ich jetzt. Und das, was eben nicht in meiner Macht liegt, das lasse ich los. Ja, somit sind es deine Botschaften für den August. Ich hoffe, es dient dir. Du konntest viel Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn du dir noch weitergehende Unterstützung wünschst, mehr persönlich auf dich zugeschnitten, dann schau gern auf meiner Webseite vorbei. Da findest du alle Angebote. Vielleicht ist ja das Passende für dich dabei. Wenn du Fragen hast, melde dich super gerne und dann wünsche ich dir einen angenehmen August und dass du gut durch all deine Herausforderungen durchkommst. Und freue mich natürlich auch, wenn du in eins der nächsten Videos wieder reinschaust. Bis dahin alles Liebe, eine schöne Zeit und bis bald.